So, guck mal, dass wir das hier fertig kriegen. Kochbox. Gibt es jetzt bei unserem Rewe. Und zwar Linsenbolognese. Gut, gucken wir mal, was wir für 6,99 eine Kiste haben. Staudensellerie. Nudeln. Bio-Tomaten. Ein Kassenzettel. Linsen. Eine Paprika. Ein paar braune Champignons. Und noch einer. Zweifach konzentriertes Tomatenmark. Eine Zwiebel. Und zwei Karotten. Gut. Machen wir das alles mal klein und machen es fertig. Wir sind natürlich hochmotiviert. Und ja, erstmal liegt die Kackarbeit an, die man so kennt. Schlimmelei. Schlimmelei ist für die meisten Leute das Schlimmste, wo es gibt. Nun sind wir mal ehrlich, die meisten Leute schlimmeln heutzutage gar nicht mehr. Ne? Die meisten Leute schlimmeln heutzutage gar nicht mehr. Die machen sich die Arbeit nicht. Ich bin der Meinung, Essen schmeckt am besten, wenn du dir den Teil ein bisschen Mühe gibst. Letztendlich musst du einfach nur, ach ja, klar, musst du etwas Liebe ins Gericht stecken, dann schmeckt es auch. Ja, wer sagt denn das noch? SpongeBob? Oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, SpongeBob sagte das mal. Die wichtigste Zutat ist Liebe. Ich hätte nur über meine Lippen bringen, könnte ich mich schon übergeben, ehrlich gesagt. Aber na gut. Dann dazu, ich habe jetzt hier ein kleines Schüsselchen, wo ich mein ganzes. Ah, was schluckt denn im Dreck? Wo ich dann das ganze Gemüse jetzt reinwichse. Das ist schon mal gut. Ist jetzt nicht so, so eine Riesenarbeit. Aber wir machen heute auch schön Piano, bloß kein Stress. Keine Hektik. Warum schneide ich auf einem extra Brett? Zwiebel schneide ich immer auf meinem Brett. Vorsichtshalber? Ja, das ist schon. Aber erstmal Zwiebel. Ein kleines Würfelchen schneiden. Kannst du natürlich auch ein bisschen drüber machen. Was alles drin war, habt ihr gesehen, denke ich mal. Beziehungsweise was alles in der Kiste war. Eine kurze. Danke. Was alles in der Kiste war. Ich kann das so gerne nochmal vorlesen, während ich jetzt hier das klein schneide. Beziehungsweise was wir für die Linsenbolognese brauchen. Die Linsenbolognese brauchen wir halt eine Zwiebel gehackt in kleine Würfel. Dann eine Paprika gehackt in kleine Stücke. Wie wir das hier so auskugeln wollen. Nicht so ganz. Ja, ist ein bisschen Schmatt dran. Das wollen wir nicht mitnehmen. Ne? Mit dem Platz so sehen, das nehmen wir nicht mit. Ist wirklich hier ein bisschen schäbig, wenn das ein Schmatt dran ist und das will ich nicht mitnehmen. Nee, guck dir die Scheiße an. Guck dir den Rick an. Guck dir das an. Schimmel. Kannst vergessen. Paprika kann ich knicken. Tja, tut mir leid. Nicht meine Schuld. Ich habe gekauft und gestern. Aber, aller Liebe, aber irgendwas Gammeliges tue ich mir nicht ins Essen. Nachher ist das Geschrei groß. Dann nehmen wir erstmal die Staudensellerie, die man schön gerne mal mit Wasser drüber, obwohl es mir so ein bisschen Quark ist, mit dem Staudensellerie mit Wasser drüber zu gehen, weil man den von den holzigen Sachen ja sowieso befreien soll. Sagt man ja so schön, ne? Und ja, müssen wir ihn hier ein bisschen auseinanderfrieren und die Scheiße. So. Und dann auf weg, dann findest du es. Und ja, im Staudensellerie gucken wir hin, dass wir unter sein. Ja, also jetzt hier sieht man es dann wieder. Da war ordentlich direkt zwischen. Ich schneide erstmal die Endstücke hier ab. Vielleicht ein Ticken großzügiger. Warum nicht? Schade nichts. Und dann müssen wir jetzt erstmal gucken, wenn wir jetzt noch Teile haben, die jetzt zum Beispiel hier einen Blattansatz haben. Oder halt Blätter drin haben.
mache ich das auch gerne ab. Ja. Die hier auch noch nehmen, ein bisschen kleinere, so. Mal so gucken, hier beim Oberstück, hier haben wir nämlich hier, haben nämlich die Stücke auch ein bisschen braun angefärbt schon. Das kleine Stückchen ja auch ab. So, jetzt mal so gucken. Bei der blöden Staudensellerie ist mir das Problem. Wir haben jetzt hier diesen, was heißt den Außenteil. Wir haben diese einzelnen Fäden hier inzwischen. Die sind holzig. Die müssen runter. Ja? Also die wollen wir nicht mit dem Essen haben. Die stören mich beim Kauen. Das heißt, die raspeln wir so ein bisschen hier runter. Dann haben wir hier glatte Oberfläche, das ist gut. Machen wir gleich mit dem nächsten Teil weiter. Also das, was ein bisschen hoch steht, kriegst du super mit dem Sparschäler ab. Dann musst du da halt nicht mit einem blöden Messer rumhantieren. Das ist nicht so eine mit diesem hochstehenden Zeug am einfachsten. Und du musst dir halt nicht so einen zurechtfummeln damit. Du kannst das einfach hier einfach mit dem Platt drücken und hier einfach die störenden Dinge abschneiden. Abschneiden kannst du nicht sagen. Abschälen. So. Wie gesagt, das ist einfacher. Du kannst es natürlich auch mit dem Messer alles einzeln rausziehen. Aber mit so einem Sparschäler geht es einfach einfacher. Und wie man sieht, auch deutlich, auch was schneller. Also wenn du das hier mit dem blöden Schälmesser machst. Außerdem, wie man ja auch immer sagt, weniger Schneidegefahr. Ja. Auch wenn jetzt hier ein Ticken mehr abgeht, als wir wollten, macht das nichts. Ein Ticken ab und sauber. Sache die Kackfummelei. Das hier sind diese holzigen Teile. Die sollen raus. Du kannst den Sellerie auch so fressen, aber ich bin der Meinung, kann schön ab. Was wie gesagt nachher beim Kauen stören kann und dann ist auch wieder scheiße. Ja, jetzt habe ich hier nur so kleine Stücke. Ach, von der Fummelei. Was ist eine Vogelei? Was ein Drama! So, mal ein bisschen zur Seite räumen, das schöne Zeug. Fitzel weg. Dann schneiden wir uns den Mist hier. Schön mundgerechte Stückle. Schwabe sagt, keine Ahnung, ob der Schwabe das sagt, bin ja keiner. Dann rein mit dem ganzen Schund hier. Gemüse zu Gemüse, Staub zu Staub, Sperma zu Dose. So. Die Pilze, ja. Die machen wir einmal richtig sauber. Einmal richtig durchspülen. Für Leute, die hier noch putzen, ja, meine Güte, kann auch alles übertreiben. Da machen wir einfach, upsi pupsi. Eigentlich sollte man das mit Wasser nicht machen, stimmt, füllt noch gerade auf. Ja, ist egal. So, die kleinen Champignons so ein bisschen schneiden. Geschmackstest, schmeckt nicht. Irgendwie pilzig. Ich werde mir schon nicht vergiften, glaube ich. Ja. Aber Pilzchen schneiden. Ich kann auch verstehen, dass manche Leute keine Pilze mögen, weil es schon ziemlich speziell ist. Wir haben noch unsere Karottchen. Ah ja, hatte ich gar nicht weiter erzählt, ne? 100 Gramm Pilze klein gehackt. Dann brauchst du noch 2 Esslöffel Tomatenmark am besten. Dann Tomaten gehackt, dann nimmst du einfach eine Dose Tomaten. Ist ja alles dabei, ne? 2 bis 300 Gramm Nudeln. Dann wäre ein Tütchen dabei. Dann Salz, Pfeffer, Kräuter nach Geschmack. Da werde ich wahrscheinlich auf Salz, Pfeffer und etwas Oregano zurückgreifen. Das mache ich im Standard immer. Und ja. Röntgen schneide ich jetzt etwas ungewohnt. Klein, damit ich die noch ein bisschen dünner habe. Nein, der Fresse.
theoretisch, was für groß und klein. Das Schöne ist bei Karotten, wenn man die geschält hat, ja, da habe ich Scheiße gebaut, ne? Wenn man, Schöne ist, wenn man jetzt zum Beispiel viele Karotten schält, dann hat man natürlich ganz von dem, das fällt mir gar nicht ein. Von dem ganzen, was ist denn der Quatsch dann nochmal? Ja. Jedenfalls haben wir die Möhren, ne, Salzpfeffer jetzt hier dran war. Dann haben wir hier noch die Möhren in kleine Stücke geschnitten, logisch. Ne? Eigentlich wollte ich das eigentlich nur noch mittig durch haben, aber irgendwie war ich zu blöd, versuchen wir es nochmal. Ja, das geht doch eher. So, halbe kleine Stücke, zwei Stangen Staudensellerie. Wir haben jetzt eigentlich nicht mehr Staudensellerie drin als zwei Stangen, aber das wird aber nichts machen. Und ja, 125 Gramm Linsen, wir machen eine Linsenbolognese. So. Und wahlweise mit Knoblauch, ohne, müsst ihr selber wissen, ob ihr mit oder auch ohne Knoblauch wollt. Bei mir ist es so, schon hier alles seid ihr vergilbt. Kriegst du wieder weg. Mit ein bisschen Essig und so, kriegst du das wieder weg. Die Linse wäre dreckig. So, dann haben wir unser Gemüse fertig geschnitten. Dann kommen wir jetzt aber zum Herd. Braten das Gemüse an. Ja, kleiner Tomatenmark dazu. Löschen das mit Brühe und Tomaten ab. Und dann, ja, das sehen wir gleich. Wir haben alles parat. Dann wollen wir loslegen. Platte habe ich gerade angemacht. Upsi. Richtige Platte, ja. Noch ein bisschen Öl dazu, ich nehme mal Olivenöl, warum, aber ich da Bock drauf habe. So, jetzt haben wir alles parat stehen hier, man sieht wahrscheinlich auf der Kamera wieder nicht alles, aber macht nichts. Und wir legen los mit, ja, mit Braterei. Ich hätte natürlich mal Wurm reiben können. Beziehungsweise, ist auch wieder so eine süßliche Zwiebel, die brennt gar nicht. Na, okay, jetzt kommt es ein bisschen. Also, das ganze Gemüse, was jetzt alles aufgezählt haben, haben wir drin. Sellerie, Karotte, Pilz, Zwiebel, Paprika haben wir weggelassen, aber da gibt es natürlich eine Möglichkeit, wie wir das ein bisschen, wenigstens ein bisschen reinkriegen. Da die Paprika leider wegfällt, müssen wir ein bisschen auf Trockenpaprika zurückgreifen. Aber bisher ist gar keine drin, würde ich sagen. Ansonsten haben wir hier unser Wasser, das ist natürlich noch nicht angedreht, ist ja auch Quatsch. Da können wir mal gucken, dass wir mal eben noch ein bisschen Salz ins Wasser bringen. So, man sieht jetzt, Thermospot-Schiff verschwindet. Das heißt, Pfanne ist heiß genug. Unser Gemüse kann rein. Ja, passt eigentlich. So, die drehen hier, die Bewegung reinkriegen. Das hat mal alles ein bisschen geschmeichelt. So. Erstmal klöppeln wir das jetzt alles ein bisschen an. Dann können wir schon mal Tomatenmark dazu, was dann mit angerüstet wird. Nur kein Stress, wir haben Zeit. Wir haben ja ganze Zeit in diesen Videos. Und dann nehmen wir eh keiner. Deswegen haben wir Zeit. Nudeltechnisch gucke ich mal eben, haben wir die. Aber man nimmt ja so gesehen für zwei Leute. Und das sind immer 250 Gramm. Ich habe hier noch vorige Hühner, 250 Gramm. Macht es mir halt einfacher, als extra gucken zu müssen. Ja.
das ist das, was ich meine mit diesem wundertollen Assistenzsystem, wo wir für nichts gut sind. Da meldet man sich wieder für nichts gut, die Scheiße. Springt an ohne Grund, braucht keine Sau. Also das hier alles ein bisschen, ne? Wir sind gleich angerüstet, die Scheiße. Ein Ticken mehr. So, gucken wir mal, wie ich von hier entwickle hier. Das heißt, ich glaube, mit dem Löffel wird er da, ne? Das ist das Tomatenmark natürlich auch mit anknüppeln hier. Zwei Esslöffel oder auch so ein kleines Dülschen, ne? 70, kannst auch 100 Gramm nehmen. Ich glaube, das ist heute nicht so streng dran, was das angeht. Dann Dip zur Seite. Dann rühren wir das mal natürlich auch ein bisschen ein, weil das muss ja von der Pfanne mal wegkriegen, damit wir beziehungsweise anrösten, damit wir hier die Bitterstoffe rauskriegen. Den Löffel wollte ich jetzt nicht haben. Hm? Nicht blöd haben? An die Hilfe. Ich soll ein bisschen Röststoff abkriegen. Und es ist nachher bitter. Das wollen wir nicht, ne? Der letzte, was wir wollen. Ja, guck, das geht doch. So, hier alles schon mal schön angespitzt gegeben, wenn es so eine Suppe. Manchmal ein bisschen gleich. Die ganze Suppe hier angerüstet. Dann löschen wir da erstmal die Tomate ein bisschen ab. Ein bisschen durchgehen. So, um das endgültig abzulöschen, gibt es jetzt Brühe dazu. 400 Milliliter reichen aus. So, Platte natürlich immer schön auf Dampf laufen lassen, weil das hier jetzt ein klein bisschen, ne? Die Pilze saugen sich ja jetzt auch nicht mehr wirklich voll. Weil so richtig angetüttelt saugen die nicht mehr wirklich was auf. Jetzt müssen wir kurz warten und den Deckel da ganz gut lösen. Da habe ich wieder gebinden, ne? Das Deckelchen auf, damit wir schneller die Hitze erreichen. Hier haben wir noch ein Stück Zwiebel verloren. Hm. Interessant. Ja. Kleinen Moment. Ja. Ja, ein kleines Momentchen noch. So, ein Deckel runter. Wir müssen jetzt gucken. Da ist jetzt zum Beispiel keine große Info gegeben, wie das in Sachen Würzung aussieht. Also dann bleibt es dann einem, könnte man sagen, wir selbst überlassen. Da wir ja keine Paprika haben, geben wir noch ein bisschen Top-Paprika dazu. Und dann natürlich die Gewürze bzw. Kräuter, die man nehmen will. Das ja eine Bolognese sein soll. Ist es für mich so, dass ich logischerweise immer Oregano, Salz und Pfeffer reintue. Wie gesagt, da habt ihr den Vorteil, ihr könnt dann nochmal hier und da gucken, wie ihr es haben wollt. Das muss mich hier für sich selbst entscheiden und gucken. So, ein Lätschen, und hat man ein bisschen durch, weil unter anderem ist es ja so, dass ihr hier das Tomatenmark. Wir haben zwar hier die Tomaten, aber hier auch das Tomatenmark. Und das muss ich ja dann logischerweise auch noch was verbinden, außer dem ist es noch richtig heiß, aber das kommt gleich schon. Es wird auch wieder eine sämige und nachher deutlich mehr Konsistenz kriegen. Wir haben jetzt im Moment gar keinen. Aber ich gehe nach dem Rezept vor, vergesst das nicht. Schneiden wir raus. Ja, geschmacklich
Geschmacklich fehlt ein bisschen. Ach ja, nicht vergessen, wir haben eine Linsenbrombeere. Dann brauchen wir eine 500 Gramm Tüte. Also vorsichtig mit den Linsen. Wenn ihr zum Beispiel jetzt denkt, oh, das waren jetzt nicht viele, die blähen sich noch deutlich auf und die saugen ja auch noch mal Flüssigkeit. Da bist du nämlich ruckzuck auf dem falschen Dampfer. Da vertust du dich nämlich ganz schnell. Und die Linsen nehmen Überhand und nachher guckst du blöd. Schmacklich war es jetzt gerade ein bisschen scharf, das ärgert mich jetzt gerade, weil ich habe da nicht viel Pfeffer rein und so. Oder Paprika. Beides nicht. Kann man noch ein bisschen hier. Das ist halt, wie man sieht, so ein feiner Zerstäuber. Da kommt so wenig raus und so dünn. Das ist echt lange. Ich sehe hier noch eine Handvoll von meinem Zeug rein. Ich habe hier nämlich noch so eine Gewürzmischung hier. Die ist eigentlich auch nicht riesig was anderes. Aber, ganz wenig von dem. Die ist nicht riesig was anderes. Aber das ist eigentlich nur Basilikum, Knoblauch, Oregano, sowas in der Richtung. Sache ist halt, dass es jetzt halt, es braucht jetzt halt Zeit. Aber die haben wir eigentlich. Die haben wir eigentlich, oder? Gucken wir mal. Probieren wir mal. Die Sache ist jetzt überlassen. Die Linsen zwischen. Schwierig. Ja, gut, passt. Wobei jetzt ein bisschen, da fehlt jetzt ein bisschen Basilikum. Ein Ticken Salz kann noch. Aber ansonsten. Und wie man merkt, ist ja, fängt das jetzt hier an, hier rumzublubbern. Ne? Da kann jetzt nicht viel tun, außer laufen lassen. Das muss jetzt hier ein bisschen ruhen und vor sich hin blubbern und wird auch alles mal dicker werden. Und ja, Stufe runterdrehen, auf kleiner Stufe und dann, wie man so schön sagt, vor sich hin simmern lassen. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Dann können wir die Nudeln machen. So, wie man sehen kann, ist etwas Zeit ins Land gegangen. Und ja, das Wasser ist Paradebums. Oh, warte mal, dann gucken wir, bevor wir hier reingucken, knallen wir nochmal die Nudeln rein. Oh, wow. Immer mit Liebe machen, wie ich sagte. Dann schmeckt es besser. War gelogen, alles gelogen. Alles gelogen. Hau einfach rein den Scheiß und tu so, als wäre nichts passiert. Das Beste, was du machen kannst. So. Jetzt kommen wir uns mal. Ja, bitte. Jetzt kommen wir uns aber ganz gespannt. Die Bolognese an. Gucken wir mal, wie weit sie ist. Ah, guck mal hier. Guck mal die Konsistenz an. Ja, guck mal, das ist doch was. Da, hier, guck mal. Guck dir an, die paar Linsen, was die hier angerichtet haben. Wie viel das auf einmal sind. Beziehungsweise, was heißt wie viel, aber wie aufgebläht die jetzt sind. Guck mal, das hat alles im Ganzen für eine Konsistenz gekriegt. Da ist nicht mehr viel von Flüssigkeit zu sehen. Das haben die Linsen brav in sich aufgenommen. Einen kleinen Geschmackstest machen wir hier, ne? Und schon. War noch etwas Betriebswasser. Super. So, unsere Nudeln. Ja. Naja, gut. Ja. Das hier lassen wir jetzt noch ganz entspannt. Ein klein bisschen mitkochen. Konsistenz ist so super, können wir genauso lassen. Und tja, die Nudeln kochen wir jetzt durch und können wir schon anrichten. Optimal. Alles aus, alles so geschissen. Das ist doch Konsistenz. Alter Dreckssack. Moment mal. Jetzt ist mal der Nudel raus. Oh, Moment. Jetzt mal der Nudel abgießen.
Lineup gibt's hier. So. Bojak Hosmann. So. Machen wir jetzt mal eine kleine Portion für die Anfang. Ach ja. Wenn wir jetzt schon. Können wir noch mit so einem geringen Hackkäse dazugeben. So, gucken wir mal. Ja, das sieht gut aus. Rindenhartkäse, direkt vom Schaft. Machen wir kurz durch und in den Schund. Machen wir erstmal eine kleine Portion. Dann schmeckt es mir nachher gar nicht und dann bin ich angeschissen. Ach, schreib auch noch mehr. Ich verstehe mein eigenes Wort, was ich hier sage, nicht mehr. So, mal eine kleine Portion. So, da kann man normalerweise noch Parmesan noch dazu nehmen, aber der ist mir zu teuer. Deswegen nehme ich diese guten alten geriebenen Käse. So, wunderbar. So, jetzt verschwindet.